vielleicht 5 oder 7 Minuten zu laufen. Gucken wir mal, ob wir es jetzt in deine Promo schaffen und dann. Jo. Zeig mal ein bisschen Ach, fuck, ich habe aus Versehen Heal mitgenommen. Egal. Dann zeig mal ein bisschen Left 4 Dead und dann gehst du Fußball spielen und dann können wir gucken, ob wir den Abend nochmal zocken oder so aus deinem Promo durch. Oh, der Klett hat kein Flash, Kevin. Dann komm, dann gang 5-mal oben. Hm. So lang, bis er raged. Ja, das wäre nicht schon lustig, wenn er wirklich ragen würde. Starte ich mal beim Red, gehe dann zum Blue und dann komme ich mal. Ich muss gerade überlegen, wie werde ich am schnellsten Level 3? Red, Blue und dann wahrscheinlich nochmal ein Camp. Ja. Ja, du machst Red, dann läufst du rüber zu den. Red kannst du sogar smiten, dann läufst du rüber zu den Wölfen. Sind es ja die 3 Wölfe? Machst die 3 Wölfe, bis du dann beim Blue bist, müsste eigentlich Smite wieder ready sein. Dann kannst du Blue noch smiten, dann machst du noch hinten diesen einen einzelnen und dann bist du Level 3, also bin ich relativ sicher. So dumm, dass ich Heal mitgenommen habe. Nachher auf Set oder auf MF wäre so ein Ignite echt nicht schlecht. Geil. Ja, Teleport. Ja, oder Teleport oder keine Ahnung. Wir haben doppelten Teleport, wir haben gar nichts. Ja, muss ja schnell laufen, Marvin. Kaufst du gleich mal 5er Schuhe, würde ich sagen. Ja, wir können gegen das Team auch nur Rüstung bauen. No. Oh, ich glaube, die wollen da rein. Oh nein. Ja, aber mit Blitz kannst du es schon machen. Was skill ich jetzt am idealsten? Und der ist von mir. Double Flash weg hier. Ich habe auch gleich mal geflasht. Aber wie gesagt, Top ist echt kein kein Flash Ready. Ach so, dann hätte ich, ach fuck, ich hätte dann mein Blue anfangen müssen. Ja, ist schon auf der falschen Seite. Lass mir den kurz. Jetzt kannst du tanken. Ach ne, ich hab Yasuo oben. Hm. Hä? Der Klett ist Sub. Wahrscheinlich dann. Auch nicht schlecht. Ist natürlich gut gegen den Blitzcrank ohne Flash. Alter. Der killt mich gleich, wenn ich da nicht aufpasse. Top macht richtig Spaß. Also ich brauch dich auf jeden Fall auf den Top. Ich bin auf dem Weg. Alter, Drecks.
Willst du als erstes rein oder soll ich als erstes rein? Um könnt schon ruhig schon reich. Nein! Das meinte ich. Damit. Oh, Fail Flash. Egal. Übrigens kein Farm. Ja, das ich hab schon kaum was. Farm. Ja, geht bestimmt weg. Mach einfach dein Dings. Richtig, ich mach das mal richtig, ja. Ja, mach mal. Ohne Witz, Man muss noch René so voll, um Scheiß zu machen. René Promo, bist du dabei? Was für eine Promo-Aktion? Nur wenn ich was kriege. Nee. Ja, kriegst auf. Ja, verlierst. Krieg auf den Sack, meinst du? Ja. Nee, das ist dann mehr, weniger Promo, das ist mehr Homo. Ja. Ich denke, ihr spielt LOL, ja? Ja. Jo. Okay. Wie lief dein Pen and Paper gestern? Ah, sorry, ich hab gerade was getrunken. Gestern Abend sehr, sehr beschwerlich. Aber es war ja gestern Abend schon der fünfte Mal, so, dass wir zusammengekommen sind. Also wir spielen ja jetzt schon länger an einer Runde. Und gestern Abend war es halt ziemlich beschwerlich, weil ich ziemlich salty war, was aber mit der Gruppe nichts zu tun hatte. Und, ja. Klärt dich bei mir oben gern. Auf Level 2. Ja, aber klingt doch gar nicht so schlecht, wenn ihr euch schon zum fünften Mal getroffen habt. Naja, ist ja auch nicht schlecht. Macht Spaß auf jeden Fall. Und da wir jemand, also da unser Spielleiter jemand ist, der praktisch das Regelwerk, was wir spielen, seit dem ersten Tag kennt, weil sie die Promoterin davon ist. Ist halt ideal. Geil. Ich bin gestorben. Also irgendwie spielen die ein komisches Ding. Erklärt es irgendwie so Roman hier und da. Gott, müsste halt mal gleich durchziehen. Nee, gut. Dann lassen wir jetzt noch ein bisschen LOL spielen. Ich bin mal auf dem anderen TS. Bis dann. Ciao, ciao. Ich wünsche was. Ciao, ciao. User disconnected from your channel. Der klettert auf einmal in der Mitte. Dann haben die gar keinen Jungle oder was? Doch, die Wii. Aber dann müsste die Bot doch dauerhaft allein sein, oder? Ernsthaft? Boah, Mann. Die Bot ist dauerhaft allein. Ja, dann müssten die ja eigentlich abartig pushen. Das sind halt alle nur die ganze Zeit heftig am Roman. Alter, was spielen die für ein komisches Ding? Ich glaube mal, das wird nichts mit der Promo. RIP Promo. Botlane kommt ja auch nicht so wirklich voran irgendwie. Trotz 2 gegen 1. Die zum ersten halt alles, indem sie einfach die ganze Zeit nur zusammen reinrennen. Wie ist halt 2 Level über mir. Na, ich sterb halt wieder. Der Kletter geht halt die ganze Zeit nur von Lane zu Lane zu Lane zu Lane zu Lane. Ja, ich versteh's halt nicht, warum man da nicht pushen kann, wenn man. Also gerade die Botlane. Die müssten den Tower locker pushen und holen.
Die Annie pusht auch nicht rein. Guck, die steht da und wartet. Geschrieben, sie macht AFK-Farm. Bei die Wayne genauso. Selbst ich hab's. Ja, okay, die Wayne hat 76 Farm, das ist ordentlich. Kriegen wir schon hin. Irgendwann ist die Laning-Phase eh rum und dann können wir ganz normal fighten. Guck, dass ich den jetzt oben mal gekillt krieg. Ich erwähne, dass der bei mir nicht ist. Ja toll, jetzt sterben die beide. Puh, keine Chance. Spielen uns so aus. Nur durch hier Roman. Ich glaube, es wird einfach die neue Meta-Strategie, einfach nur durch Roman. Ja, sicher, wie OP das ist. Keine Lane hat irgendwas zur Chance. Die rennen einfach mal zu dritt zu viert. Chillen, ohne Probleme. Ich hol den jetzt wieder oben. Wenn du mitkommst, kriegst du einen Kill. Wenn nicht, Pech. Aber lass nicht beide gleichzeitig reinspringen. Warte, bis er erst sich wegflasht oder so. Jetzt kannst du von mir aus ihn holen. Sag ich doch. Lass den Tower gleich pushen. Ja, unsere einzige Hoffnung ist einfach, dass sie halt, dadurch kriegen sie halt auch wenig Farm. Oh. Oh, die kommen. Komm, lauf raus, lauf raus. Nein. Gehen halt da echt hart nur auf Kills. Und die pushen halt die ganzen Türme durch. Na gut, ich stehe noch 3-3, das ist okay. Die Wayne steht 2-0. Ja, einfach Rüstung bauen. Klett geht auch auf Rüstung, auf Dings, auf AD, kein AP. Wir müssen halt echt nur aufpassen, weil das Problem ist halt, wie viel Tower wir die jetzt schon down haben. Die haben zweite zwei. Jetzt. Die haben einen. Oh, jetzt kommt der zweite. Ne, der fällt nicht. Hallo. Okay, der hat geheilt. Bekommen. Oh, warum fight die da? Bin auch gleich da.
So, den einen Hammer. Kann ich den? Ja, klar, brauch kein Blut. Hilf dir nur. Teleporter Top ist raus. Ah, gibt's doch nicht. Die kommt zu mir hoch. Wahrscheinlich. Naja, die Wii ist da. Das sind mehrere in der Mitte. Oh, ich bin auch bald bei dir, Kevin. Oh, falsche Richtung geht's. Ach, Jungle, da kommt auch eine Miss Fortune. Aber die Wayne kommt auch in den Jungle zu uns. Nein. Ich komm halt immer weg, ey. Eine macht eine Rolle. Ist halt so hart, wie die uns auseinandernehmen. Ist halt mit so einer Taktik. Na, oh, top. Ich glaube, das sollten wir auch mal ausprobieren. Im Grunde ist es echt das Ideale, was du halt in so einer Elo machen kannst. Immer rum. Naja, in so einer Elo geht's ja eh nichts. In so einer Elo geht's eh nicht um die Lane Phase, gibt's ja nicht. Du musst im Grunde einfach nur durchroamen und die ganze Zeit Leute killen. Geh mal back, dann komme ich zu dir hochkillen. Hätte ich die am 12, 15, 9. Ich finde es jetzt noch nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Also, mal abwarten. Ja, das Problem ist halt, die sind halt auch überall halt durch. Oh, fuck. Die haben Herald. Das kommt ja noch dazu. Ist ja nicht so, dass sie jetzt einfach nur die Türme gemacht haben. Oh, ne. Achtung, die kommen gleich zu dir wahrscheinlich, Marvin. Ah ne, ist in der Mitte bei Wayne. Ach, Bobby! Problem ist halt, wir kommen halt auch nicht voran, wir pushen jede Lane halt einfach durch. Ja, aber das jetzt schon aufzugeben, ist auf jeden Fall falsch, finde ich. Boah, jetzt macht er schon wieder einen Fight. Hinter mir ist die Miss Fortune. Jo, warte, ich komm, bin auf dem Weg. Und die hin? Weiß ich nicht. Ach da.
Normal. Jetzt pushen sie halt zu dritt top. Mhm. Achtung, der kommt zu dir! Ja. Hm, passt. Noch ein, noch zwei mehr mitgenommen. Ja, ist okay. Völlig offen gewesen. Ja. War richtig Wurf auf jeden Fall. Und nochmal ein. Ja, passt. Also wenn sie es so machen, ist es natürlich blöd, wenn sie jetzt durchrennen durch den Tower. So, ich fange jetzt an, nur Rüstung noch zu bauen. Ja, ich auch. Gegen das Team. Na, halt echt die Wehen protecten. Ich meine, ich kann die MF auf jeden Fall später allein rausnehmen. Deswegen. Kommen sie wieder alle? Nein! Nein. Wieder alle zu euch. Oh. Nein, gibt's nicht. Wenn ich jetzt einen Drachen mache, dann ist der Top Tower down. Ja. Ich kann ihn auch hinlaufen, Kevin. Boah, der Blitz will, glaub ich, rein. Was will ich denn jetzt den killen? Bringt mir halt überhaupt nichts. Ja. Ich lauf mal zum Drake, ne? Der ist weg. Warum wird dann dauernd gekämpft? Na, ich war auf Bot. Aber ich guck mal, dass ich da auch in die Mitte komme. Och, ich bin noch nicht da. Ah, aber ich bin unter dem Weg. Baron? Was machen wir, was wir machen? Ja, irgendwie muss halt auch Bot. Ja, das Bot und mit und. Die Annie webt in 4 Sekunden wieder. Bis dahin ist die Tower down. Ja, gut.
Da kommt Wii, da kommt Wii. Irgendwer muss halt gleich dann top. Na, der Blitz geht. Blitz geht. Und ich gehe auch mal schnell auf top. Zack. Ich komm zu dir, Kevin. Ja, oh, der Blitz war da weg. Das Gute bei uns ist, dass wir jetzt echt nur Rüstung bauen müssen. Hehe, Vini. Ah, das war so nett zu kriegen. Ich habe jetzt 215 Armor schon. 120. So viel, aber egal. Wollen wir gleich top weitermachen? Oh ne, Bot. Das Gute ist halt, jetzt fängt es langsam an, dass die halt keine Farm haben. Guck mal an, Yasuo hat nur 85 Farm. Jetzt kommt so langsam unser Moment, weil je länger das Spiel dauert, desto mehr sind wir halt jetzt im Vorteil. Und zudem hat Wii alle Kills. Komm schon, Dragon, komm jetzt. Gibt es nicht. Huren Champion. Ja, jetzt komm her, Drache. Mann.
Ja, Kevin Dev am besten. Sind gerade alle gestorben. Und da ist auch schon 150 Rüstung. Ich gehe gerade auf Sunfire weiter. Hier drin stehen. Lebe aber in 10 Sekunden. Ne? Wo bilden die das voll schnell hin? Da die trollt nur noch. Die kann ich killen. Okay. Warum auch immer? Never give up, ne? Na, der will den Red lassen, genau. Ich würde sagen, wir pushen einfach noch Bot rein oder sowas. Oh, wir sind zu Annie. Ich gehe zu Annie. Dass die da stirbt gleich. Oh je, das sind aber alle. Oh. Ich glaube, das solltest du lieber sterben lassen. Meinst du? Ignoriere die und erstmal guck mir zu. Oder hol sie halt noch. Na egal, die Vayne pusht auf Top. Das ist ganz kaum passieren. Halbe mal noch den Miss Fortune abgefarmt. Wayne hat halt fast 300 er Farm. Ja. Krass. Ja, jetzt stirbt sie aber wahrscheinlich. Ja. Ah, den Sess hat sie aber fast noch bekommen. Den Indie hat die nicht aufgekriegt.